Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es mal wieder um ein wenig Spielzeug, in dem Fall ein Dreier-Set Walkie-Talkies. Wer erinnert sich da nicht gerne an die eigene Kindheit? Da hat man hier Polizist und Räuber gespielt oder andere Sachen. Und ja, damals waren diese Funkgeräte sehr begrenzt. Man hat ziemlich viel Akku gebraucht und hatte auch nicht so Spielereien wie ein Mehrfachladegerät oder gar ein Headset. Das hat sich heute alles ein bisschen anders entwickelt und ist noch in einem relativ guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wer ein bisschen was über dieses Dreier-Set Walkie-Talkies erfahren möchte, der darf gerne dranbleiben. Weiter geht's nach einem kurzen Intro. Ja, ich habe ja eingangs erwähnt, es ist ein Dreier-Set und zwar schaut hier, wir haben einmal die Farbe Grün, dann so ein Lila und ein Gelb. Die gibt es jetzt bei Amazon für 50,99. Das ist allerdings ein Rabattpreis, ursprünglich 79,99. Und ich packe euch den Link mal unten in die Beschreibung mit rein, da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Und zwar bei dem ist jetzt noch so ein Package mit Headset dabei und es gibt die aber auch mit normalen Batterien, soweit ich das hier erkennen kann. Bei denen sind jetzt auch hier solche Akku-Packs dabei und ein Mehrfachlader. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das alles mal genauer an und ich erkläre so ein paar Spezifikationen. Und deswegen habe ich auch eine Kamera, wo jetzt auf den Tisch hier drauf filmt und da kann ich euch das ein bisschen im Detail zeigen. Also wie gesagt, wir haben hier diese drei verschiedenen Farben und dann haben wir dabei ein Ladegerät mit solchen Rundsteckern. Da zeige ich dann gleich, wo die eingesteckt werden. Und was auch mit dabei ist, pro Funkgerät hat man insgesamt drei von diesen Säckchen, also eins pro Funkgerät. Und was hier enthalten ist, das zeige ich euch an einem Beispiel. Das habe ich nämlich schon rausgeholt. Und zwar ist das jetzt in dem Fall hier einfach so ein Headset. Ja, das ist nichts anderes wie einfach ein paar In-Ear-Buds, die billigste Marke. Und dann hat man hier so einen Clip an der Seite. Aber das ist vielleicht auch für die Kleinen ganz angenehm, wenn sie das hier so angeklipst haben wie so ein Polizist. Und dann kann man sich da auch seine Sachen drunter vorstellen. Was mit dabei ist, das habe ich schon bei ein paar anderen Funkgeräten gesehen, ist einfach so ein Clipser. Den kann man hier, ich muss gucken auf welcher Seite hier, auf der Seite, nee, wo ist denn die Durchführung? Normalerweise müsste ja eine Durchführung da sein. Oder ist die mal wieder vergessen worden? Das kann natürlich auch sein. Hier habe ich hinten das Teil ab. Ne, der hat gar keine Durchführung, seht ihr? Das ist so das erste Manko, was ich habe, weil normalerweise führt man hier diese Schlaufe durch. Anscheinend haben die das vergessen einzuarbeiten. Finde ich ein bisschen mager, also kann ich jetzt auf den ersten Blick nicht erkennen. Die wollen wahrscheinlich, dass man das hier unter diesem Clipse hier durchmacht. Aber finde ich dann auch ein bisschen doof. Aber gut, zur Not um den Hals gehängt. Das tut auch hier seinen Sinn und Zweck erfüllen. Und dann kann man das einfach hier abklipsen. Das ist ein ganz normales, günstiges System. Da braucht er auch nicht viel erwarten. Also jedenfalls nicht bei dem Preis. Das ist wie gesagt dreimal mit dabei. Dreimal Säckchen, dreimal so ein Band und ein Headset. Und wie ich eingangs erwähnt habe, haben wir ja dieses Akkupack. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Die sind momentan dann, wenn ihr das bestellt, noch verpackt und ihr müsst einfach hier schauen, dass ihr hier unten diesen weißen Stecker reinbekommt. Der muss richtig sitzen, ja, und dann geht auch schon automatisch das Funkgerät an. Das heißt, wenn das Funkgerät an ist, dann wisst ihr, der Akku ist richtig drin. Ich mache das jetzt nochmal kurz aus und dann müsst ihr einfach nur schauen, dass er das hier nicht verdreht, sondern einfach nach unten schieben, Akku reinhängen, dann kommt hier dieser hintere Deckel drauf. Klack. Und dann habt ihr hier noch diesen Clip. Das ist auch eine feine Sache. Da kann man sich das an den Gürtel klipsen und dann hängt ihr das einfach auch noch mit einem Klack hier rein. An der Seite hier ist dieser Gummi und dort haben wir den Eingang für unseren Ladestecker. Das ist praktisch diese Buchse. Das wird hier reingesteckt. Ja, und der Vorteil ergibt sich natürlich bei diesen Akkus. Bei diesen Akkupacks, dass man einfach alle drei Funkgeräte gleichzeitig aufladen kann. Also ihr hängt die alle drei dran. Hier ist sogar noch ein Adapter dabei. Also der ist im Set dabei. Der ist ja bei vielen Geräten nicht dabei, weil man sagt, man hat ja überall USB und hat so drei, vier Adapter rumliegen. Also da müsst ihr natürlich immer mal schauen. Das ist auch eine Investition, beziehungsweise es kostet natürlich auch Geld. Ja, dann haben wir hier seitlich noch das für dieses Headset. Das ist hier der Anschluss. Das geht auch ganz gut. Ja, und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir diese PTT, also diese Sprechtaste.
Dann haben wir hier ein Mikrofon, wir haben hier den großen Lautsprecher, wir haben diese Antenne, die sind nicht mehr, ich kenne die aus meiner Zeit, ja, mega lang oder beziehungsweise halt auch so dünn oder zum Ausziehen sogar noch die ersten Funkgeräte. Das ist eine Gummiantenne und zur Reichweite kann ich sagen, natürlich in der Wohnung zwischen den Wänden ist das nicht so gut wie die heutige Bluetooth-Technologie mit In-Ear-Buds etc. Aber die Kinder sollen ja sowas auch draußen benutzen und auf dem freien Feld ist das wirklich eine richtig gute Sache. Also da gehen halt schon mal ja, 1 Kilometer, 2 Kilometer gehen da wirklich, das ist überhaupt kein Problem. Da muss man natürlich darauf achten, ob das jetzt im Wald gespielt wird oder auch auf dem Fußballfeld oder ein bisschen in verwinkelten Ecken in der Stadt. Aber ansonsten ist das eine gute Sache. Ich weiß gar nicht, steht hier irgendwas drauf von der Länge unter 36 Monaten nicht zu verwenden. Nee, da steht jetzt auch nichts drauf von der Länge. Die haben hier 20 Meilen angegeben, wenn man in einem normalen Gelände ist und offenes Gewässer bis zu 5 Meilen. Und was ist dann hier, wenn man zwischen den Häusern ist, 1 Meile. Also ihr seht, das kommt dann natürlich darauf an, was man hier für eine Umgebung hat. Ja, die Farbe ist ansprechend und wir schauen noch mal ganz kurz in die Menüführung rein. Ich hoffe, dass das mit der Kamera hier einigermaßen funktioniert. Also durch langes Drücken von Menü hat man hier auch gleichzeitig an und aus. Dann haben wir hier oben diesen Call. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke und dann klingelt es bei allen, die jetzt diesen selben Kanal drin haben. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann das nachträglich nicht ändern. Ich hoffe, dass ihr das einigermaßen gut seht. Hier schaltet sich auch immer wieder ein Licht ein. Seht ihr das? Das ist ein blaues Licht. Und jetzt sind wir schon im Menü. Also wir können uns jetzt hier im Menü erstmal unseren Kanal einstellen. Das ist praktisch CTCSS, Datenschutzcodec. Wenn wir eins weitergehen, haben wir noch diesen DCS, Datenschutzcodec, damit ihr praktisch nicht auf Kanäle kommt, die jetzt andere benutzen, damit die Kinder hier einen sicheren Kanal haben. Wenn wir dann weitergehen, können wir das auch ausschalten. Dann haben wir als nächstes hier die Vox-Empfindlichkeit. Da seht ihr auch immer Vox oben angezeigt. Wenn wir jetzt hier auf die einzelnen Stufen gehen, das geht bis 3 oder ausgeschaltet. Wenn ich jetzt auf Stufe 3 habe, wäre Vox eingeschaltet. Und wenn man dann spricht, schaltet sich das automatisch ein. Das lassen wir jetzt mal auf aus. Dann als nächstes haben wir hier die Ruftöne. Ja, man kann sich also verschiedene Ruftöne einstellen. Das ist natürlich ja, eine Spielerei für die Kinder. Und was man auch gleich hören kann, wenn wir da dabei sind, wir können hier oben die Lautstärke verändern, ja, über diesen Drehknopf. Wenn ich jetzt ganz nach unten drehe, das ist das Lauteste, das ist schon richtig laut, also da habt ihr schon hier eine ordentliche Lautstärke und dann gehen wir weiter und was haben wir hier? Das Roger Beep, das nervt natürlich, das kann man hier ein- und ausschalten und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, dieses grässliche Piepsen auszuschalten, das heißt auf Off, das heißt, das sind praktisch diese Menüführungstöne, ja und dann sind wir wieder vorne. Was hat das Funkgerät noch? Wenn wir hier lange auf Call drücken, macht das einen kurzen Piepser und jetzt haben wir die Tastensperre, das heißt, ich kann das jetzt in die Tasche stecken und das Einzige, was ich machen kann, ist diese PTT-Sprachtaste drücken, aber der Rest ist also ausgeschaltet. Das heißt, ich wechsle jetzt nicht meinen Kanal und kann das somit in die Tasche stecken oder klipse mir das irgendwo hin. Das ist eine richtig gute Sache. Was noch erwähnenswert wäre, ist die Bedienungsanleitung. Die Produktseite habe ich gesehen bei Amazon, die ist in Englisch, verstehe ich auch nicht. Wenn man auf dem deutschen oder europäischen Markt verkaufen möchte, sollte man hier auch mal in eine deutsche Übersetzung investieren. Wobei ich sagen muss, hier diese 600-Sterne-Bewertung ist schon eine Hausnummer. Da muss man natürlich immer aufpassen, ist das dasselbe Produkt? Immer mal ein bisschen niedriger in den Bewertungen schauen, öfters wechseln die Produkte. Also die Asin bleibt gleich, aber die wechseln das Produkt. Und dann hat man dann so Bewertungen, was weiß ich, der Fleischklopfer ist gut, dabei ist das ein Funkgerät, ja, da müsst ihr aufpassen. Aber wie gesagt, Walkie-Talkie User Guide, das ist in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, das ist gut geschrieben. Eine kurze Sache hier, drehen Sie den Lautstärkeregler, bis Sie einen angenehmen Hörpegel erreichen. Drehen Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern. Das ist jetzt verringern. Ich überschlage mich wieder. Das ist jetzt nicht der typische Google-Übersetzer. Das hat schon Hand und Fuß und hier wird eigentlich alles erklärt, wie das mit dem Vox funktioniert. Stellen Sie CTCSS-Datenschutzkodierung ein.
Rufton-Einstellung. Also wer hier jetzt überhaupt nicht Bescheid weiß, der kann dann auch mit der Bedienungsanleitung hier so ein Funkgerät einstellen und kann das den Kindern dann übergeben. Man stellt dann zum Beispiel alles auf 437 und dann ist die Bäre geschält. Da können die losfunken, dann können die sich hier ein Band drum machen, wenn sie wollen, oder klipsen sich das irgendwo hin, nutzen die dieses Headset hier oder packen die Funkgeräte. Ja, wer weiß, Kinder sind ja immer so, teilweise auch manche sind Sicherheitsfanatiker, die wollen das hier eintüten. Ja, und dann kann man das hier reinstecken und dann hat man sein Walkie-Talkie. Ja, also eine feine Sache. Wie gesagt, Link packe ich unten rein. Vergleicht mal die Preise. Das wird vor Weihnachten oder vor diesen Feiertagen, Nikolaus etc. wahrscheinlich noch hochschießen. Und momentan 50,99. Das ist Anfang Oktober und der UVP ist 79,99. Naja, müssen wir immer mal ein bisschen gucken. Es ist natürlich hier der Vorteil, ihr braucht keine Akkus nachkaufen. Ja, das finde ich immer klasse. Und bei dem Ladegerät, ja, da heißt es dann hier, das eine ist leer, kommt, dann hängen wir die anderen mit dran. Ist eine super Sache. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich dieses Walkie-Talkie-Set der Marke Topsung näher bringen. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Ich freue mich über einen Daumen hoch, über neue Abonnenten. Aktiviert gerne die Glocke, da verpasst ihr keine weiteren Videos. Ist beides kostenlos und dann sage ich bis zum nächsten Mal hier auf meinem YouTube-Kanal. Bis dann!